The Walking Dead ist weiterhin in aller Munde und ein Charakter hat auf jeden Fall sein riesiges Comeback gefeiert. Und zwar ist das der gute Rick Grimes. Und ich glaube, ich spreche für viele The Walking Dead-Fans. Rick Grimes ist mit einer der Lieblingscharaktere, die wir so haben im The Walking Dead-Universum. Wir haben viele Sachen mit ihm erlebt und deswegen lieben wir ihn. Was aber viele Filmfans, damit auch ich eingeschlossen, auch mögen, sind Fantheorien. Also Theorien, die man aufstellt zu irgendeiner Serie oder irgendeinem Film, ob die jetzt nun wahr sind oder nicht oder sich als wahr oder falsch herausstellen, sei mal dahingestellt. Leute, die mich persönlich kennen oder auch vielleicht die Videos hier kennen, wissen auch, dass ich auch jemand bin, der gerne irgendwie so sagt, ah ja, es könnte das sein und es könnte damit zu tun haben. Und das beides kombiniere ich heute in diesem Video. Und zwar geht es heute in diesem Video um, was wäre, wenn Rick Grimes niemals aus dem Koma aufgewacht wäre. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Genau, wie der Titel schon sagt, was wäre wenn? Ja, das ist tatsächlich auch eine neue Miniserie, die ich auf diesem Kanal hier gerne machen würde. Und zwar halt einfach, was wäre wenn Themen? Ne? Also quasi, what if auf Wish bestellt. Ich liebe es, Fantheorien oder ich liebe es, meine eigenen Theorien aufzustellen und ich liebe es auch, Theorien von anderen Fans eines spezifischen Genres, ob es Star Wars ist, ob es Marvel ist, ob es DC ist, ob es The Walking Dead ist, ob es Animes sind, egal in welcher Kategorie, ich liebe einfach so Fantheorien. Und deswegen will ich dieses Format hier auf diesem Kanal gerne einführen und euch direkt dazu auffordern, wenn ihr auch Theorien habt, die ich mir mal anhören soll oder durchlesen soll und die man vielleicht in einem Video auch preisgeben soll, schreibt sie gerne mal unter dem Video hier in die Kommentare. Ich werde sie mir dann mal durchlesen und vielleicht auch ein eigenes Video daraus bauen. Also wenn ihr Bock darauf habt, eure Fantheorie, nenne ich es mal einfach wirklich so, in einem Video von mir zu sehen, dann haut in die Tasten. Eine kleine Warnung, bevor das Video jetzt wirklich losgeht, und zwar eine Spoilerwarnung, ja, zu The Walking Dead. Ich werde jetzt hier wirklich nicht versuchen zu spoilern, aber es wird halt nicht drum rumkommen. Ich werde Charaktertode beleuchten. Ganz kurz, aber ich werde halt nennen. Und für Leute, die The Walking Dead vielleicht gerade erst angefangen haben, noch nie geguckt haben oder jetzt gucken wollen, oder, ist es halt dann scheiße. Also heißt, ne, Spoiler Alert hiermit raus. Fangen wir an. Was wäre, wenn Rick Grimes nie aus dem Koma aufgewacht wäre? Ja, auf jeden Fall wäre niemals der Atlanta-Gruppe begegnet. Also nach seinem Aufwachen wäre er vorerst nicht auf Morgan getroffen, aber halt auch nie auf die Atlanta-Gruppe. Bedeutet, er hätte niemals seinen Sohn gesehen wieder. Er hätte niemals wieder Laurie gesehen. Shane ebenso nicht. Und da wären wir auch direkt schon bei einem großen Punkt. Shanes Charakter hätte sich gar nicht negativ entwickeln können. Denn er hätte weiter sein glückliches Leben mit Laurie und Carl geführt. Amy und Jim wären niemals gebissen worden. Und Carol wäre noch bei ihrer Tochter, was ja auf jeden Fall gut ist. Und Sophia würde auch offensichtlich ja noch da sein. Aber ja, gut, sie wäre halt immer noch mit Ed zusammen. Und ja, gut, ob das jetzt ein Vorteil ist oder Nachteil, sei an der Stelle mal hingestellt. Es ist ein Nachteil. Surprise. Surprise. Eventuell hätten Daryl und Merle das Camp aber überfallen, weil das ja ihre eigentliche Intention war, sich der Gruppe anzuschließen, die auszurauben oder beziehungsweise halt zu überfallen. Das hätte passieren können. Die ganze Gruppe wäre nicht nach Atlanta reingegangen, um zu Dr. Jenner zu treffen. Ergo wäre potenziell Dr. Jenner nicht gestorben, obwohl ich sage, okay, er wäre sowieso gestorben. Die Energien im Labor und die Explosionen hin und her. Aber Jackie wäre nicht gestorben. Und als kleiner Punkt, da ja unsere Gruppe ohne Rick potenziell noch im Camp geblieben wäre und durch die Explosion von Jenners Labor wären viele Beißer wahrscheinlich von dem Camp weggeleitet worden und eher zu der Explosion hin, was natürlich auch wieder ein kleiner Vorteil gewesen wäre. Des Weiteren hätten sie so nicht weiterziehen müssen und wären nicht auf Herschels Farm gelandet. Ergo, die Green Family wäre auch noch glücklich und zufrieden, alle am Leben. Sie hätten zwar ein paar Leichen begraben, wortwörtlich, aber sie wären noch am Leben. Wie lange die jetzt da durchgehalten hätten, so versorgungstechnisch, beziehungsweise halt auch, was wäre, wenn eine Horde da drüber gelaufen wäre, aber das jetzt sagen, das wäre zu viel Spekulation, aber potenziell wären sie noch am Leben und ja, am Ende des Tages wären Shane und Dale auch noch am Leben. Und abgesehen davon wäre Sophia, wie ja schon erwähnt, weder verschwunden noch gestorben. Noch ein Beißer. Da sie ja niemals hätten weggehen müssen von der Farm, weil sie ja gar nicht da gewesen sind, wären sie niemals ins Gefängnis gekommen, wodurch sie niemals Michonne gesehen hätten, weil Michonne wäre ja sowieso, bezüglich Andrea, niemals irgendwie in Aktion treten hätte können, tun sollen. Der Governor wäre zwar mit nicht so schönen Mitteln, aber hätte mit unschönen Mitteln weiterhin das, hätte weiterhin Woodbury am Leben gehalten und es wäre eine Kolonie gewesen, die halt viele Leute hätte aufnehmen können. Aber wie gesagt, ob die Sachen, die der Governor gemacht hat, gut sind, nee, aber rein prinzipiell, es wären alle noch von Woodbury am Leben. Laurie hätte die Geburt überleben können, da sie die in Ruhe hätte machen können und nicht unter Stress und
und hier und da und Kacke. Sie hätte eventuell Judith ganz normal zur Welt bringen können und hätte dann auch noch selber weitergelebt. Und T-Dog und Andrea wären sowieso halt beide auch noch am Leben. Tyrese und Sasha hätten, naja, gucken müssen, wie sie überleben, und auch Bob wären wir ja niemals begegnet. Herschel wäre natürlich auch noch am Leben und Rosita, Abraham und Eugene wären wahrscheinlich immer noch alleine auf dem Weg nach Washington. Da es niemals eine Flucht aus dem Gefängnis gegeben hätte, hätte Terminus weiter seine Fleischproduktion vonstatten gehen lassen können. Ob das jetzt so gut ist? Nee. Aber ja, es muss halt passieren. So eine kann man halt nicht ändern. Auf jeden Fall wären da auch sehr wenig Leute gestorben. Der gute Gabriel wäre übrigens auch noch wahrscheinlich weiter in seiner Kirche eingesperrt geblieben und wäre da wahrscheinlich irgendwie irgendwann elendig verreckt. Und auch nach Terminus wären sie niemals nach Alexandria gekommen und hätten da quasi auch keine Unruhe gestiftet. Denn, sagen wir es so wie es ist, ähnlich wie der Governor mit Woodbury, hatte Alexandria geschafft zu überleben. Nicht unbedingt toll und gut und schön und hier mal da ein paar Problemchen, aber sie haben überlebt. Und außerdem hätten weder Bob, noch Tyrese, noch Beth den Löffel abgeben müssen. Negan wird zwar immer noch durch die Gegend ziehen, aber Glenn und Abe hätten immer noch ein klares Köpfchen. Und selbst seine Zusammenarbeit mit Hilltop und dem Königreich hat ja auf einer gewissen Ebene funktioniert. Sie waren zwar nicht unbedingt alle glücklich und zufrieden damit, aber sie haben gelebt und es hat funktioniert. Weil es nun mal keinen Rick gab, der da einfach gesagt hat, nein, so machen wir hier nicht weiter. Und auch Oceanside wäre weiterhin ein glücklicher, kleiner, unberührter Fleck Erde geblieben. So, gehen wir jetzt davon aus, nach Ricks Verschwinden, / Tod, hätte er natürlich für die folgenden Dinge nicht mehr verantwortlich sein können, aber er war ja der ausschlaggebende Grund, warum die Gruppe sich in diese Richtung orientiert hat, und deswegen zählen wir es auch mal noch als Ricks Schuld, was jetzt im Folgenden kommt. Die Whisperer, das ist jetzt eine tatsächlich schwierigere Frage. Ich würde aber jetzt einfach mal sagen, ohne Rick, beziehungsweise ohne das Verhalten der Gruppe, ergo ohne Michonne, ohne Daryl, ohne Carol, wäre es nie dazu gekommen, dass Grenzen überschritten wurden und die Whisperer wirklich hätten böse aktiv werden müssen. Weswegen unsere Gruppe keinen Grund gehabt hätte, zum Commonwealth zu gehen und zu fragen, hey Leute, könnt ihr uns mal helfen? Weswegen auch das weiterhin eine glückliche Gemeinde geblieben wäre, die vielleicht nicht mit den besten Mitteln überlebt hat, aber sie hätten überlebt, auch wenn man hier und da mal ein Auge zudrücken müsste. Zusammengefasst kann man also sagen, man könnte Rick als den großen Bösewicht von The Walking Dead darstellen, weil fast alle, wirklich fast alle Menschen, die in The Walking Dead eine größere Rolle gehabt haben, beziehungsweise Menschen, die gelebt haben, haben durch Rick nicht Gutes erfahren. Es ist wirklich eine ganz kleine Gruppe, die wirklich dadurch ein lebenswertes Leben bekommen haben. Man könnte also sagen, ja, wenn Rick nicht aufgewacht wäre, wäre es für die Menschen in der The Walking Dead Welt eventuell besser gewesen. Natürlich, es soll ja so sein. Das hat ja alles mit der Serie und der Story und so zu tun. Es muss natürlich was kommen. Also sind wir mal ehrlich, wie langweilig wäre es gewesen? Folge 1 und Rick stirbt einfach. Ja, es gäbe halt keine Serie. Aber das ist es halt, ne? Das sind halt Fantheorien. Und diese Fantheorie besagt im Prinzip, dass wenn Rick nicht aus dem Koma aufgewacht wäre, es vielen Menschen in dieser Welt tatsächlich besser gehen würde, beziehungsweise sie länger gelebt haben würden. Natürlich gibt es auch zwei, drei Leute, wo man sagen könnte, okay, hier wäre es andersrum, wäre Rick aufgewacht, wären die noch am Leben und halt, ne, hin und her geschiebe. Aber am Ende des Tages kann man Rick schon sagen, es ist schon mehr ein Antagonist als Protagonist in der Serie, wenn man mal ganz genau hinschaut. Und ja, das war es dann auch schon mit der ersten Theorie, beziehungsweise dem ersten Was-wäre-wenn, weiterhin bezogen auf The Walking Dead, weil ich bin nach wie vor im The Walking Dead-Hype, muss ich leider sagen. Was heißt leider? Ich freue mich natürlich darüber. Und ja, das war es also dann mit diesem Video. Es war ein eher kürzeres Video, kann man sagen. Und ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wenn ihr Theorien habt oder Ideen für Was-wäre-wenns, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich werde mich damit gerne auseinandersetzen und diese Themen auch gerne in Angriff nehmen. Wenn ihr hier auf dem Kanal seid und euch bisher jetzt ein paar Videos angeguckt habt und euch das gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Das ist absolut kein Problem. Freut mich definitiv. Und ja, ansonsten möchte ich das Video jetzt nicht länger ziehen, als es schon ist. Morgen kommt noch ein Video, da geht es dann ein bisschen mehr wieder um Marvel und ein bisschen im Fokus She-Hulk, aber schon Marvel. Wer sich dafür interessiert, checkt morgen das Video aus. Wann es genau kommt, kann ich leider noch nicht sagen. Aber eins kann ich versprechen, ich bin morgen nach wie vor auf dieser Couch hier für euch da und deswegen bin ich bis dahin raus.